Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Zurech und Dawngate, einem neuen MOBA oder Action-RTS-Game, wie es der Valve gerne nennt. Und wir wollen einfach mal schauen, was Dawngate eigentlich wirklich ist und was da auf uns zukommt. Und ich zeige euch erstmal in diesem Video einmal das ganze Grundprinzip von Dawngate. Was ist denn neu oder was ist denn anders zu den gängigsten anderen MOBAs wie im Dota 2 oder League of Legends? Vielleicht fange ich direkt erstmal so an. Dawngate ist eigentlich League of Legends. Ja, damit habe ich es eigentlich schon mal sehr gut beschrieben, denn das Spiel ist vom Grundaufbau komplett erstmal von League of Legends übernommen und dann wurden neue Sachen hinzugefügt. Zum Beispiel die Helden oder wir werden auch später sehen, so ein paar Dinge sind hier sehr interessant eigentlich gestaltet, aber von der ganzen Mechanik und so und da viele Ideen wurden eben einfach von League of Legends übernommen. Und ja, wir wollen einfach mal schauen, was uns überhaupt dieses Hauptmenü hier kurz bietet. Also hier ist im Moment noch nicht so viel, aber ich möchte euch das eben trotzdem zeigen. Auch hier erinnert schon vieles an League of Legends. Erstmal, dass man hier überhaupt generell einen Launcher hat. Also wie gesagt, ich bin im Moment noch auf dem Desktop. Die Freundesliste und alles erinnert ja auch schon wieder an League of Legends. Also gut, aber daran will ich mich ja nicht aufhängen. Ja, es gibt jetzt keine Heroes, keine Champions, sondern hier heißen die ganzen Shapers oder beziehungsweise Shaper, also auf Deutsch Gestalter. Und da gibt es natürlich ebenfalls wieder Rollen und die erinnern ebenfalls, gerade die Bruiser erinnern wieder an League of Legends. Gut, aber ich möchte gar nicht diese ganzen Vergleiche immer ziehen. Ihr werdet schon selber, wenn ihr League of Legends kennt, das sehr oft genug euch selber sagen. Und das war's dann damit, hiermit erstmal. Das Ganze hat sehr viel Geschichte, hier Lore. Das haben die auch angekündigt, dass die Community selber Content und die ganze Geschichte drumherum selber bestimmt. Was dahinter steckt, das weiß ich selber nicht. Aber wir wollen einfach mal auf Play gehen. Und ja, hier oben rechts das Profil sieht ebenfalls genauso aus. Ja, erinnert auch stark an andere Spiele. Gut, wir wollen mal auf Play gehen. Da kann man eben Solo, Group oder Custom Game machen. Wir machen jetzt erstmal ein Custom Game, damit wir eben einmal uns alles in aller Ruhe anschauen können. Wir können jetzt hier ein Spiel kreieren und ich denke mal, wir sehen uns wieder, wenn wir dann gleich in-game, obwohl nee, wir müssen ja nur die Heldenauswahl sehen, stimmt. Das schauen wir uns dann auch nochmal an. Ich starte also ein Spiel. Ich kann hier Team switchen. Es gibt einmal das Mortal Team und Spirit Team. Sehr einfach eigentlich zu behalten, die Namen. Und starten einmal das Spiel. Ja, jetzt sind wir eben in der Shaper. Halle, keine Ahnung. Und in der Lobby sind wir, so heißt das genau. Und da haben wir jetzt halt hier die Helden, die im Moment zur Verfügung stehen. Verschiedene Filter, die wir da drauflegen können. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Helden. Ja, zum Beispiel der hier sieht auch ganz interessant aus. Fenmore. Dann kann man hier aber auch einstellen, zum Beispiel hier an diesen Haken, was man denn für eine Rolle gerne spielen möchte. Das kann man seinem Team dann eben sagen. Wir nehmen jetzt aber Fenmore. Dann darf man hier seine Rolle wählen. Das gibt einem nochmal einen besonderen Bonus. Gladiator zum Beispiel ist für Minions auf der Lane. Tactician ist zum Harassen, ja, also als Support ganz gut. Hunter ist für Jungle und Predator ist eigentlich zum Killen von Helden. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Held eigentlich mein Fenmore ist. Ich nehme einfach mal den Tactician und den Taktiker. Und dann gibt es ja noch diese Loadouts. Das erinnert auch an League of Legends mit den ganzen Runen. Wobei das hier im Moment noch vorgegeben ist. Später soll man das Ganze aber auch selber eben machen. Also selber bestimmen können. So, wir machen mal fertig. Jetzt könnten wir noch einen Skin auswählen. Es gibt natürlich keinen Skin. Hier kann man auch den Sound muten. Chatten kann man ja auch. Und dann geht es los. Wir sehen uns gleich in-game. So, da sind wir auch schon in-game, das hat schnell geladen. Wir können einmal kurz ins Menü gehen. Wir haben hier die Grafikeinstellung, alles sehr klein gehalten. Die Musikeinstellung machen wir mal ein bisschen geringer, damit ihr mich auch versteht. Game, ein bisschen was, Key Billings, Credits. Das Ganze wird entwickelt von Waystone Games, eine ganz kleine neue Firma, frische Studenten, die was Neues machen. Und das Ganze wird aber gepublished von Electronic Arts. Also da steckt ein Minions have riesen spawned. Ding noch hinter. Also ich bin mal gespannt, wohin das eigentlich führt. Und ja, das Ganze, wir schauen uns erstmal das HUD an, ja. Da sieht man nämlich schon mal so ein paar auch Ähnlichkeiten. Unten links
ist eben unser Charakter. Wir haben hier die einzelnen Stats eben. Ja, Basic, Attack Damage, Armor, Magic Resistance. Wir haben hier Power, Defense Penetration, Mastery. Aber das kennt man eigentlich als League of Legends Spieler. Mastery gibt halt Critical Strike oder Spell Overload. Spell Overload ist halt also, dass wenn ich einen Spell caste, dass da eine Chance besteht, dass er noch mehr Schaden macht. Unser Inventar, wir haben hier sogenanntes Vim. Das ist dieses Geist-Seelen-Zeug da, womit wir eben das alles bezahlen. Also kein Gold, sondern Vim. Hier unten sind unsere Spells, dazu komme ich gleich. Hier rechts ist die Minimap. Da haben wir eben ja, die normalen Sachen, die es halt eben so gibt, ja. Oben rechts, ja, Minions, Kills und alles, Ping, FPS. Und hier oben, ja, das Ganze, was eben die einzelnen Team-Kills. Zu den Sachen komme ich noch gleich. Wie gesagt, das wird ein bisschen länger vielleicht auch das Video, aber ich stelle euch eben mal komplett Dorngate einmal kurz vor. Ganz interessant, fangen wir erstmal hier unten an, ist diese Spells an sich. Das kennen wir eigentlich so erstmal aus Dota 2. Oh, Entschuldigung, Dota 2 oder League of Legends. Ja, wir können jetzt hier einen Spell eben auswählen. Nehmen wir einfach mal ein. Was hier ist, ist zum Beispiel unser Held, was der überhaupt so ist. Ja, zum Beispiel ein Health Shaper haben wir hier. Und Fenmore use Health to cast his abilities. Ja, also das ist von jedem Held immer teilweise unterschiedlich, teilweise gleich. Manche brauchen halt keine Cast-Time, das kennen wir auch alles aus League of Legends vor allem. Nicht aus Dota, da ist das nämlich meistens ja immer alles gleich, aber gerade aus League of Legends kennen wir das ja. Manche basieren einfach auf Cooldown, manche auf Energie und so weiter. Das haben wir hier auch. Dann haben wir etwas Interessantes. Jeder Charakter kann Wards platzieren. Alle 180 Sekunden. Ja, man braucht sich nichts kaufen, sondern man hat immer so ein Ward dabei. Finde ich eigentlich ganz gut. Dann die vier Spells mit dem Ultimate. Level 25 ist Maximum. Und dann haben wir hier unser Spellbook. Das kennen wir ebenfalls nur aus League of Legends. Wir können hier halt diverse Spells auswählen. Zum Beispiel den Blink-Spell, den haben wir auch direkt. Können wir erlernen. Und mit Level 10 und Level 20 bekommen wir halt noch Slots für die anderen Spells. Das können wir dann halt während des Spiels, also nicht vor dem Spiel, sondern schon während des Spiels, können wir das uns einstellen. Was interessant dabei ist, ist, wir können die Sachen wieder verlernen. Und damit können wir uns also auf Early Game und auf Late Game einstellen. Das ist ganz interessant. Dann, wir können einmal, ja, wenn man auf B klickt, hat man wieder diesen Return-Ding, auch das von League of Legends. Ich urteile ja nicht darüber, ob das schlecht oder gut ist, dass es geklaut ist. Ja? Also, ne, ich erwähne es ja nur. Dann haben wir hier den Shop. Auch der Shop ist eigentlich sehr aufgeräumt, erinnert mich so ein bisschen an ja, League of Legends, aber auch so ein bisschen an Smite. Ja? Wir haben halt hier die Items, wir haben Consumables. Wir können das Ganze aber auch filtern. Und wir haben hier die Starting Items, also auch vorgegeben werden uns einige Sachen. Vorgegeben ist zum Beispiel, dass wir uns jetzt live holen. Das können wir dann mal machen. Und dann haben wir hier so eine Art Item-Build-Tree. Ja, wir können halt so immer weitergehen. Von Basic to Advanced to Legendary. Wir nehmen jetzt erstmal live, kaufen uns das. Und dazu holen wir uns nochmal ein bisschen Vitality Potions. Was hier ganz cool dran ist, ist, dass wir hier unten direkt die Slots auch dafür haben. Das heißt, wir haben eigene Consumable-Slots. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Die können wir uns auch doppelt auffüllen. Also da können wir genug mitnehmen. Ansonsten ist das eben begrenzt. Das ist auf eine Sache, die ich interessant finde, auf jeden Fall. So, damit habe ich das hier unten jetzt erstmal erklärt. Dann will ich erstmal das ganze Spielprinzip erklären. Denn ihr habt ja schon gerade auf die Minimap geschaut. Und was seht ihr? Wir haben hier nur zwei Lanes. Genau. Ansonsten ist das Spielprinzip gleich zu all anderen MOBAs. Ja, wir haben Türme, die müssen wir zerstören. Wir haben Minions, mit denen wir uns halt prügeln. Und dann gehen wir weiter, weiter, weiter zur gegnerischen Base und zerstören dort den gegnerischen Guardian. In der Base, die Lotus genannt wird. Und was hat es hier mit auf? Hier kommen also die Minions raus, was ich wenigstens mal schön design finde. Wir haben keine Waxes oder so. Und ab und zu spawnt auch noch so ein Strider. So, wenn ein Turm zerstört wird, das ist eigentlich ganz interessant, dann ist er zerstört und dann wird hier so die Power hingezogen zu unserer Basis. Dann blinken hier die zerstörten Türme auf. Und für jeden zerstörten Turm hier, also jedes Mal, wenn das hier aufblinkt, wird unser Strider stärker. Der bekommt Abilities dazu. Ja, der wird stärker, der bekommt Cleave Attack und später noch irgendwas. Und der kommt auch später. Wenn man alle drei Türme zerstört hat, kommt er mit jeder Lane. Das heißt, so wird sehr gut gepusht.
Was man aber, was hier ganz besonders ist, ist, dass es ja keine Rexes gibt, die Türme aber, die respawnen nach einer Zeit. Davon respawnen die inneren schneller als die äußeren. Auch ganz interessant. Zusätzlich ist der Guardian sehr stark. Er hält dreimal, er hat drei Lifebars, weil die sich jeweils immer unabhängig voneinander auffüllen. Das heißt, wir zerstören die erste, dann hat er nur noch zwei. Wir zerstören aber nur anderthalb, dann füllt er sich die zweite eben wieder auf. Zusätzlich hat er auch noch eigene Crowd-Control-Fähigkeiten und AOE und alles. Der haut also ganz schön rein. Was haben wir dann hier noch? Wie gesagt, nur zwei Lanes, ganz interessant. Wir haben hier den Jungle, wir haben auch wieder Runen. Ja, wie in League of Legends eben. Ja, wir haben Gras, auch das von League of Legends, ja, übernommen. Wir können ja hier mal ein bisschen reingehen. Ja, die Grafik gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Wie gesagt, wir haben Jungle, wir haben Runen, wie wir hier sehen. Ja, der Typ hier hat eine Rune. Und wir haben in der Mitte einen ganz besonders starken Gegner. Und zwar der sogenannte Parasit. Der, auch ganz interessant designt, wird im Spiel immer, immer stärker. Und der wird von Zeit zu Zeit eben stärker. Am Anfang kann man kann ihn auch nur zu fünft killen, ja, oder zu viert oder wie auch immer, nicht alleine. Und am Anfang kriegt er nur Gold, später auch noch Buffs und so weiter. Auch sehr interessant, ja. Das heißt, man kann ihn auch ganz gerne mal im Early Game direkt wahrscheinlich legen. So, dann noch was ganz neu ist, ist das hier. Jedes Team hat zwei von diesen Spirit, wie hießen jetzt nochmal? Spirit Walls? Irgendwie sowas, ja. Ah, mir fällt gerade der richtige Name nicht mehr ein. Auf jeden Fall, wie hießen das nochmal? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich nenne es jetzt einfach mal Spirit, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall diese Strukturen hier, ja, diese Spirit Walls, ich nenne die jetzt einfach so, weil das sind hier Wände, ja, Spirit Walls. Da sind auf jeden Fall Minions, die man auch töten kann. Und die arbeiten halt, was macht man halt hier? Mit Leertaste kann man halt auch wieder dahin gehen. Und die arbeiten hier dran, ernten dieses Spirit ab, diesen Vim, arbeiten Vim ab und wir bekommen dann halt Vim. Beziehungsweise nicht wir, sondern unser gesamtes Team. Das schlägt sich halt auf unser Income wieder, was wir pro Minute bekommen. Interessant ist jetzt aber, dass wir hier oben ja diese Sachen sehen. Also das sind diese zwei Spirit Walls von uns und vom Gegner. Und diese kleine Leiste da oben, die auch hier überhaupt auch dargestellt ist, ja, das ist diese Leiste, die abläuft. Wenn die abläuft, dann können wir halt, weil man sieht ja, die sind gelockt, ja, da ist ein Schloss vor, dann können wir die vom Gegner erobern. Und wenn wir die erobern, dann bekommen wir noch mehr Gold pro Minute, Wim pro Minute. Wir können aber auch wenn das gelockt ist, die gegnerischen Minions einfach töten. Das geht sehr schnell. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil das einen kleinen Vorteil geben kann. Man muss sich aber überlegen, ob es sich dann auch lohnt in diesem Moment, weil man muss ja von der Lane weg. Es gibt nicht so viel XP, es gibt aber XP und Wim, wenn man die Minions tötet. Man könnte auch lieber jungeln, oder, ja? Sehr interessant auf jeden Fall. Finde ich gut. Kann vielleicht interessantes Meta dazu bringen. Das Income sehen wir dann hier oben, nämlich ist nämlich das hier. Das ist unser Team-Income. So, was haben wir denn dann noch? Ja, der Kampf verläuft ganz interessant ab. Wir brauchen nämlich nicht viel machen, sondern einfach nur herumlaufen und schon bekommen wir Vim dazu. Wir müssen nicht skillen. Wir bekommen einfach so unsere Währung dazu. Natürlich, wenn wir dann Last hätten, bekommen wir mehr Vim. Ja? Und wir haben jetzt den Taktiker ausgewählt. Dadurch, dass wir den Taktiker ausgewählt haben, bekommen wir 150%, soweit ich weiß, mehr Vim, nur weil wir daneben stehen. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, wie diese Zahl eigentlich in Ehrlichkeit aussieht, weil ich habe bisher immer den Taktiker genommen. Erwähne ich einfach nur mal, ja. Diese Zahl ist eben abhängig von Range, von Melee und von Strider und ob wir eben Last hitten oder nicht und ob wir eben Taktiker ausgewählt haben oder nicht. Die Tower kündigen auch ebenfalls an, auf wen die schießen und das kennt man ebenfalls. Ja, die Spells. Wir haben halt wieder verschiedene Spells. Wir können jetzt mal alle Spells durchgehen. Wir haben halt Spells, die auf die Gegner direkt gehen. Ja, was die jetzt alles machen, weiß ich jetzt hier gerade nicht. Spells, die man aktivieren kann, ja, oder auch Aim-Spells haben wir hier, also da haben wir sehr viel von. Wir haben eben diese Spellbooks, das heißt, da ist eben der Blink, da haben wir genau wie dieser Smartcast-System haben wir hier auch. Wir können unser Ward jetzt hier zum Beispiel mal ins Gras legen. Also das ist alles, was man eigentlich kennt, ja.
dieser Wolf, der geht halt hin, zurück und heilt mich zum Beispiel. Also von den Mechaniken und so ist das alles sehr interessant. Und wir haben ja auch wieder dieses Plus, also wir können das so alles buffen. Das ist halt diese Power. Kennt man halt alles aus League of Legends. Also League of Legends Player werden sich ja sehr wohl fühlen. So, wir können jetzt einmal in den Wald reingehen und können das einmal erobern, um uns das einmal anzuschauen. Ansonsten habe ich irgendwas großartig vergessen. Ja, wie gesagt, diese Sachen sind halt auch sehr stark. Ja, gehen wir mal lieber wieder weg. So, jetzt können wir einmal hier reingehen. Und, ach, ich darf nicht weggehen. Oder ist er auch böse? So, man sieht jetzt, wie das hier halt hochläuft. Der ist alles sehr visuell gestaltet. Schon haben wir das bekommen. Man sieht jetzt, hier oben geht das herunter, ja? Das liegt jetzt eben da. Und wir, bei uns wird das jetzt gleich steigen, weil hier spawnen jetzt die Minions. Und man sieht jetzt auch wieder, das ist gelockt. Das können die Gegner jetzt nicht erobern. Aber da die ja, da wir bei denen sind, können die ganz leicht einfach ab und zu immer mal wieder das zerstören. So, man sieht jetzt, wir bekommen einen dazu. So, wir müssen hier stehen bleiben, dann werden wir auch geheilt. Was macht jetzt das Ding? Ultimate haben wir auch. Ach so. Okay, ja, stimmt, das brauchen wir auch. Aber man sieht auch, wo der hinläuft. Das heißt, man kann da auch ein bisschen weggehen. Oh, das sieht ja cool aus. Kostet uns aber auch HP anscheinend. Ja, alles kostet uns aber, denke ich mal, HP. Okay, man sieht ja bei dem Wolf dann eben, wo der auch hingeht. Das heißt, wir können hin und ja, können versuchen, dahin zu laufen, was nicht geklappt hat. Ansonsten heilen wir uns wieder. Das sieht man hier oben alles. Ja, ich denke mal, das war's. Ich denke mal, das nächste Video wird sein, wie wir einfach mal in-game uns das Spiel anschauen. Ansonsten können wir eben hier alles machen. Wir haben halt auch hier diese ganzen... ja, hier braucht es anscheinend ein bisschen. Hier haben wir auch alles. Attention, Danger. Ja, also auch das übernommen und auch sehr sinnvoll. Es ist ja nicht schlecht, wenn man Dinge übernimmt. Warum nicht, ja? Und ich finde es so eigentlich im ersten Augenblick ganz cool. Ja, es kopiert zwar League of Legends. Mal schauen, ob es eigentlich von den Helden her oder so gebalanced erscheint. Ob es vielleicht was anderes ist oder ob es das Ganze sogar bereichert. Oder ob es einfach nur sinnlos ist, um einfach den Erfolg von League of Legends einfach nur abzukupfern. Vielleicht auch erfolglos. Das wird sich zeigen, wie eben die Balance stimmt, wie das Competitive Gameplay eben stimmt, wie fair das Ganze ist. Es wird free to play. Über das To-Play-System, wie es dann eben am Ende aussieht, wird noch diskutiert. Wahrscheinlich sieht es eben so aus wie League of Legends. Wurde auch schon darüber geredet. Es gibt wieder Rotations und so weiter. Man wird sich die Helden kaufen können. Alles andere in-game soll aber sehr fair bleiben. Sowas wie Runen wollen die eigentlich nicht haben. Was ich persönlich gut finde. Ja, ich denke mal, das war's eigentlich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Habt ihr auch schon die Beta gespielt? Und wollt ihr mehr davon sehen? Also auf jeden Fall bekommt ihr ein Gameplay-Video zu sehen. Und ja, ich denke mal, das war's dann auch erstmal davon. Mir fällt nicht mehr ein. Wir können es jetzt hier was kaufen. Und ja, ich sage einfach mal bis dann und ciao, ciao.